Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Wir haben hier einen weiteren Auftrag von Rogue. Wir gehen rein. Aua. Normalerweise halte ich es nicht für die beste Taktik, Leute mit Gewalt zu zwingen. Aber manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Du musst dich um einen Drecksack kümmern. Sadist an der Konzernleine und eine fette Hämorrhoide in Night Citys Arsch. Tu uns allen einen Gefallen und kümmer dich darum. Details kriegst du. Erst dachte ich, das seien nur Gerüchte und das übliche Gelaber, das besoffen um 3 Uhr nachts in der Bar zum Besten geben. Aber wenn man dieselbe Geschichte von 3 verschiedenen Zeugen hört, dann wird es langsam interessant. Jetzt hat mein Informant die Aussagen bestätigt und es wird Zeit, was zu unternehmen. Hör zu, ich will nicht wie eine verbitterte alte Oma klingen, aber als ich noch jung war, da wussten Arbeiter noch, wie man für sich einsteht. Anstelle von Fixern hatten sie Gewerkschaften, die für ihre Rechte gekämpft haben. Naja, jetzt wo die Gewerkschaften der Vergangenheit angehören, können sich diese Arbeiter mit ihren Hungerlöhnen nicht leisten, Fixer zu bezahlen. Und deshalb übernehme ich auch mal ehrenamtlich was, du weißt schon, fürs Allgemeinwohl. Zu den Details, Vic Vega, ein Miskerl, der Schädel zertrümmern, glatt in seinen Lebenslauf unter Hobbys schreiben würde. Genau das macht er nämlich in Rancho Coronado. Nicht nur das, aber die Konzernführungskräfte würden ihre Arbeitern lieber Hirnblutungen verpassen, als ihnen eine 2%ige Gehaltserhöhung zu geben. Vega und seine Leute terrorisieren die Nachbarschaft und die Arbeiter haben die Schnauze voll. Wer hätte das nicht? Du wirst Vic Vega finden und diesen Psycho für immer unter die Erde bringen. Vielleicht raffen die Konzerne dann endlich, dass sie zu weit gegangen sind. Natürlich. Natürlich. Ist doch lächerlich. Ja, das ist übel schnell. Kommt an.
Hey, das Auto war doch da. Du solltest Vega nur umhauen und in den Kofferraum werfen. Ich weiß, der Wichser hatte den Tod verdient, aber nun, wenigstens wurde niemand sonst verletzt. So sieht's aus. Die Leute haben es so schon schwer genug. Job erledigt. Tja, nächstes Mal machen wir es besser. Jetzt wurde ich gar nicht bezahlt, oder? Ich habe gar keine Kohle bekommen. Frech. Ah, doch, jetzt auch. Hier, das ist Nova. Steig ein, wir machen eine kleine Rundfahrt. Als ich dich da neulich gesehen habe, dachte ich nur, der Typ hat echt Eier. Und für diesen Job hier brauche ich jemanden mit richtig dicken Teilen. Hoffentlich kann er sich bei all den Hoden-Fantasien noch aufs Fahren konzentrieren. Carrie hat ständig Unfälle gebaut. Ist das deine Karre? Um Gottes Willen, nein. Geliehen. Können Sie also ruhig schrotten. Das ist der Plan? Fuck, wusste ich's doch. Womit können meine Eier dir denn heute dienen? Wie, ein paar Leute in dieser Stadt sind komplett durchgedreht. Du hilfst mir, dieses Drecksloch, das wir zu Hause nennen, wieder zu richten. Aha. Und wie genau mache ich das? Kennst doch diese Girl Group, Us Cracks, oder? Drei Mädels aus Japan, Elektro-Pop-Scop. In Asien der Hit, aber wer ist das nicht? Jetzt haben sie jedenfalls eine N-USA-Tournee geplant und wollen als Promo meinen Song covern. Kannst du das fassen? Sowas lasse ich nicht mit mir abziehen. Okay. Und du hast was gegen diese Tussis, weil... Ernsthaft? Siehst du nicht, wie abgefuckt das ist? Ach, scheiß drauf, ist egal. Du raffst es gleich. Hör dir einfach den Plan an. Der Truck mit ihrem Equipment kommt hier lang. Hab einen Tipp bekommen. Wir machen's oldschool und sprengen das Scheißteil. Ohne Gier müssen die Schlampen ihre Konzerte absagen. Carrie löst seine eigenen Probleme? Früher hat er immer seine Anwälte alles regeln lassen, während er seinen Arsch am Pool gesonnt hat. Muss wirklich was richtig Abgefucktes sein. Wir sind gleich da. Da wären wir. Kofferraum. Nimm raus, was drin ist. Nicht schlecht. Ziemliches Arsenal. Wir kämpfen für Freiheit. Künstlerische Freiheit. Na los, fangen wir an. Ich weiß doch, wie Carrie tickt. Hier geht's um was anderes. Aye, aye, Sir. Wusstest du, dass sie genau hier Ivy Coma getötet haben? Die DJ'n? Ein getarnter AV ist ihrer Limo gefolgt. Ist nicht viel von ihr oder der Limo übrig geblieben. Dabei war sie gar nicht das Ziel. So ein Biotechniker-Anzug war damit beschäftigt, ihr die Muschi zu lecken, als gefeuert wurde. So wurden die Leichen gefunden.
Leg sie hier raus. Okay. Verstecken, schnell! Jetzt? Jetzt warten wir. Automatisierte Module, hohle Nägel für bessere Fahrzeugkontrolle, standardmäßige Polizeitech, die Granaten auch. Wo hast du das Zeug her? Da, wo man auch Designerdrogen, unpatentierte Audiovox und frische Yubaris herkriegt. Schwarzmarkt? Nö, Fans. Da ist er. Auf die Minute. Showtime. Ich schnapp mir den Fahrer, du seinen Schuhm. Die müssen raus aus dem Van. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was zur Hölle soll das? Raus auf den Boden. Ende da, wo ich sie sehen kann. Steigt aus. Schön ruhig. Kein Scheiß. Dann passiert nichts. Falscher Truck! Scheiße, wir sind nicht! Ich hab gesagt, ruhig. Und jetzt runter auf den Boden. Zum letzten Mal. Ey, Mann, runter mit der Waffe. Lass uns reden. Nicht ein Wort. Es ist gleich vorbei. Na, verdammte Scheiße. Die ID-Karte, schnapp sie dir. Halt mach still. Hinten auf. Und mach keinen Scheiß. Was ist drin? Muss dein Glückstag sein, Carrie. Alles vollgestopft mit Gear. Mixer, Lautsprecher, Schlagzeug, ellenlange Kabel. Scheiße, ja, Volltreffer. Gut, Freunde. Und jetzt rennt und guckt nicht zurück. Ich sagte, ihr sollt euch verpissen, verdammt. Und nun zum großen Finale. Hier soll nur noch eine schwelende Pfütze aus Chrom und Plastik übrig bleiben. Du bist der Boss. Lass ihn brennen! Fuck yeah! Du bist ein guter Komplize, wie? Respekt, Carrie. Das war nur ein Truck voll Ramsch für japanische Plastikpuppen. Und er könnte genauso gut einen Popcornstand hochjagen. Aber trotzdem ein Riesenschritt. Ich erkenne den Bastard kaum wieder. Zwei Chooms Schiss gemacht, einen Truck angezündet. Willst du der nächste Johnny Silverhand sein? Terrorist spielen? Der nächste Johnny? Ich bitte dich. Carrie mag geladen sein, aber ihm fehlt das Dynamit in der Seele. Kannst du nur in Schubladen denken? Nuancen wie? Du nennst es Vandalismus. Ich künstlerischen Protest. Mhm. Und jetzt der wahre Grund? Wenn die kleinen Schlampen auf meinem Rücken zum Ruhm reiten wollen, haben sie sich geschnitten. Weißt du, was ich opfern musste, um es so weit zu bringen? Was ich für den Erfolg bezahlt hab? Und diese 10 Annie-Huren klauen meinen Song und denken, ich lass das zu? Diese ignoranten Fotzen! Ja, Erfolg. Immer ein Wunderpunkt für Carrie. Nichts hat sich geändert. So macht man in Night City Geschäfte. Respekt, Carrie. Endlich verstehst du mich. Danke. Oh oh. Cops, hauen wir ab. Fahr du, schaff sie uns vom Arsch. An alle Einheiten in der Nähe. Ordnung ist wiederhergestellt. Alle Einheiten gehen zurück auf Patrouille. Berichte bestätigen, dass sich der Verdächtige noch im Sektor befindet. Oh, Scheiße. Das letzte Mal, dass ich vor Cops geflohen bin, war 2020. Mit Johnny. Obwohl wir total zugedröhnt waren, haben die Bullen uns nicht erwischt.
Diese Deppen haben keine Chance! Lass den Champagner erstmal zu. Noch kleben sie uns am Arsch. Dann häng sie ab. Am besten schnell. Ich bin am Verhungern! Code 0, wiederhole. Code 0 in diesem Sektor. Zurück zur Patrouille. Ist nicht billig, aber jeden Eddie wert. Gute Arbeit. Wer ist da? Noch habe ich keinen Eddie gesehen. Okay. Lass mich in der Carnitas raus. Abpasst du nicht! Cary Eurodyne ist in so einer Drecksbude? Jumbata. Hier gibt's den besten Kaffee der Stadt. Zäh wie Teer. Und Stammkunden kriegen das ungespritzte Zeug. Komm, ich lade dich ein. Wow, Kaffee mit einem Rockstar? Na gut, einmal ist immer das erste Mal. Anfang von Samurai ging jeder Annie für Gitarren und Saiten und so drauf. Weißt du? Hey, Rachel! Morgen! Ich kenn diesen Laden, diesen Geruch. Aber woher? Ja, hallo? Wir waren total pleite. Sind aber trotzdem jeden Tag über die Straße zu Caliente gegangen. Vollgefressen und literweise Kaffee gesoffen. Johnny meinte, so hungrig und high wie wir waren, hätten wir sogar die Pappkartons der Penner draußen gefressen. Was natürlich nicht stimmte. Das Übliche, Mr. Eurodyne? Doppelter Espresso. Jamaika Blend. Schwarz, kein Zucker. Kein Problem. Und für dich? Nur einen normalen Kaffee. Gern. Bin gleich wieder da. Boah. Scheiße. Ich komme gerade erst runter. Wow, war das irre. So habe ich mich seit Memphis nicht mehr gefühlt. Letzte Tournee, letztes Konzert, die kreischende Menge, ich auf der Bühne. Fuck. Musste gerade wieder an die Fotzen von Asterix denken. Glaubst du, das war's? Hör zu. Wenn sie keinen Rückzieher machen, ruf mich an. Wir überreden sie schon irgendwie. Danke. Hoffentlich kann ich die jetzt vergessen. Wenn nicht... Scheiße. Dann hätte Johnny doch recht gehabt. Was sollte Johnny damit zu tun haben? Naja, er meinte, ich würde Samurai fürs Geld verlassen. Und den Ruhm. Was nicht stimmte? Nee, stimmte, gebe ich zu. Aber er meinte auch, ich würde mich zur Konzernhure machen. Und gegen den Vorwurf wehrst du dich? Das mit Ascrax. Was, wenn ich auch nur ein Produkt bin, wie diese Puppen, in dreckigem Geld ertrinke, statt drin zu schwimmen. Cary, mach dir doch nichts vor.
Du willst frei sein? Rebellieren? Hättest keinen Multimillion-Eddy-Deal mit dem größten Medienkonglomerat im Land machen sollen. Wie, ist das dein Ernst? Die haben die Rechte über meine Songs, aber nicht mich, verdammt! So läuft das nicht in dieser Stadt. Es gibt nur Verträge, kein Du oder Dich. Du irrst dich, und ich werd's dir beweisen. Hoffentlich, Carrie. Ich muss los, Wie. Danke für... Weißt schon. Keine Ursache. Ja, die Konzerne hat er trotzdem am Arsch. Die Scheiße, die er produzieren tut, gehört die Konzerne. Ist halt leider so. Da machst du nichts. Liefert ihr auch? Früher mal. Letzte Woche wurde unser dritter Lieferjunge erschossen. Oh mein Der Gott. Der Job ist nicht mehr heiß begehrt. Scheiße. Und, willst du jetzt was bestellen? Habt ihr was zu mampfen? Könnte man meinen, bei einem Lokal. Kaffee. Oh, was haben wir denn jetzt noch? Hier ist noch irgendwas. Einmal extra groß, einmal normal. Ja, und eine Nummer 6. Extra Fructose-Sirup in der Nicola? Der ist es eine Anspielung hier auf Big Smoke? Eine Sache werde ich an Konzernen nie verstehen. Sie haben alles. Macht, Prestige, mehr Eddies als Squish. Und benehmen sich trotzdem wie Vollidioten. Mein Kunde zum Beispiel, so ein Macker von Kang Tao, hat sich in Arroyo die Kante gegeben. Und dann hat Arroyo sie ihm gegeben. Er lebt, hat aber was Wertvolles verloren. Was immer das auch heißt. Wir müssen das Ding finden, ehe seine Bosse Wind davon kriegen. Details anbei. Hey, hätte fast vergessen, dir die Eddies zu schicken, aber die sollten jetzt bald auf dein Konto auftauchen. Super Arbeit. Hier ist alles, was ich weiß. Der Abend eines Typen namens Karl Ginski begann mit einem Merlot im Stadtzentrum und endete mit Jello-Shots in einer Kascheme in Santo Domingo. Klassiker, von Zeit zu Zeit muss sich jeder so richtig die Kante geben, hab ich recht, solange man dabei nichts Bescheuertes macht. Das Problem ist nur, dass Karl nicht nur 2,3 Promille im Blut, sondern auch einen Splitter im Schädel hatte. Und auf den wahren Konzerndaten, die von der streng geheimen Sorte, die über die man nicht redet.
Ein zugedröhnter Anzug stolpert also mit einem unbezahlbaren Splitter durch die Gassen von Santo Domingo. Was soll da schon schiefgehen? Die Gangster haben sich so schnell auf ihn gestürzt, dass das Einzige, was er erkannt hat, Abzeichen von Sixth Street waren. Wären ihm nicht die Engel mit dem weißen Helm vom Traumateam zur Hilfe geeilt, würde dem Mann neben den Splitter auch noch die Organe fehlen. Geh zum Versteck der Sixer und beschaffe Ginskis Eigentum zurück, und zwar ehe die Führungsrieche von Kang Tao Wind von der Sache bekommt. Sonst kann selbst Traumateam nichts mehr für Ginski tun. Oh, und melde dich bei Karl, wenn du den Splitter hast. Du solltest ihn ihm sofort geben. Scheiße, wie Sixth Street ruft gerade Verstärkung, schnappt ihr den Splitter und verzieht dich. Die Daten. Was jetzt? Gut. Sehr gut. Wir sollten uns so bald wie möglich treffen. Es gibt da einen Ort. Moment. Ich schicke dir die Koordinaten. Bis bald dann. Bitte. Mach schnell. Geiles Motorrad. Ja.
Gott sei Dank bist du hier. Eddies, Carl. Ja, ja. Hier. Was denn? Scheiße! Wir waren so nah dran! Nein! Scheiße! Bitte nicht! Na, wie geht's, Carl? Wir hätten's fast geschafft. Alle ist das? Du Scheiße. Fuck, ich habe mir gerade schon gedacht, jetzt muss ich sofort schießen. Er hat immer geschossen. Die Daten. Was jetzt? Gut. Sehr gut. Wir sollten uns so bald wie möglich treffen. Es gibt da einen Ort. Moment. Ich schicke dir die Koordinaten. Bis bald dann. Bitte. Mach schnell. Schnell, lass uns zwei noch mal. Gott sei Dank bist du hier. Eddies, Carl. Ja, ja. Hier. Scheiße! Wir waren so nah dran! Nein! Nicht mich! Kampfimplantate! Du! Du hast sie umgebracht? So ungefähr. Also gibst du mir am besten meine Eddies und verdrückst dich. Hier. Wie? Ich bin echt beeindruckt. Haarige Sache am Ende. Das hätte auch schief laufen können. Aber hey. Der Kunde atmet noch. Und du auch. Ich verfrachte Carl in ein Safehouse. Die Extrakohle macht er bestimmt gern locker. Sauber gemacht. Easy game. Man haut einmal so richtig auf die Kacke, nur einmal, und dann geht alles den Bach runter. Ich habe die Schnauze voll, wie, aber wenigstens atme ich noch, und das verdanke ich dir. Scheiß auf diesen Splitter und scheiß auf Kang Tao. Viel Glück, Karl. So. Muss los, vielleicht werden wir überwacht, danke dir.
Tochter des Herrn muss dringend Buße tun für ihre Sünden. Ich brauche jemanden, der ihren Weg ins Himmelreich etwas beschleunigt. Details anbei. Ein Mädchen ist kürzlich in den Glen umgekommen. Ihr Name war Rosita. Ich kannte sie. 17 Jahre alt, immer ein Lächeln auf den Lippen. Ist beim Überqueren der Straße überfahren worden. Hab die CCTV-Aufnahmen gesehen. Ihr wurden die Beine förmlich vom Körper gerissen. Wäre sie früher in die Notaufnahme gebracht worden, hätte sie vielleicht eine Chance gehabt. Wer weiß, was es war mit. Wer weiß, aber es war mitten in der Nacht. Die Straßen waren leer und die dreckige Sau hat Fahrerflucht begangen. Das NCPD hat die Schuldige ausfindig gemacht, heißt Tucker Elbridge, Vizedirektorin für irgendwas bei Kiroshi. Ihre Versicherung kommt für fahrlässige Tötung auf. Kommt auf, alles klar. Also hat sie vor der Polizei nichts zu befürchten. Nur ihre Versicherungskosten sind ein wenig gestiegen und das soll als Bestrafung reichen? Nur über meine Leiche, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Rosita verdient es, dass man Tucker ihre gerechten Strafe zuführt und es liegt an dir, auf den Abzug zu drücken. Der Versicherung für Fahrerflucht, fahrlässige Tötung. Alles klar, Digga. Ein ungeladener Gast? Ich weiß nicht, wer du bist, aber du machst einen großen, großen Fehler. Hast du dich schon gesehen? Dann entdecke jetzt doch. Du hast Mist gebaut. Weil das Mädchen arm war, dachtest du, selbst den Junkie an der Ecke würde das nicht jucken. Was? Wovon redest du? Welches Mädchen? Das, dessen Blut über deiner Limo verteilt ist. Oh, das? Puh, dachte schon, die Konkurrenz hätte dich geschickt. Hör zu, das ist ein blödes Missverständnis. Bin gegen Unfälle versichert. Das Schmerzensgeld wurde schon gezahlt. Fall erledigt. Und was deinen Job angeht, ich bin mir sicher, wir finden zu einer professionellen Einigung. Eine Autoversicherung gegen Totschlag. Was für eine Welt. Du denkst, du bist fein raus? Dass ihr Vater das akzeptiert? Wohl kaum. Wäre die Kleine halt rechtzeitig weggesprungen. Hör zu. Ich bezahl dich, du lässt mich in Ruhe und ich verlasse die Stadt. Wie klingt das? Du gehst nur noch ins Leichenhaus. Ich
so eine Furze. Der Geist des Herrn geriet über ihn und er ging hinab gen Askalon und schlug 30 Mann und Taka Albach. Gut gemacht, wie. Blutig, aber effizient. Auftrag erledigt. So nicht anders. Diese scheiß Bullen. Was? Ich glaube, ich will dich gar nicht finden. Ja, wie sind die hier hochgekommen? The fuck? Alter, was war denn das jetzt? Wie? Du musst ein Dokument für mich stellen. Es ist dringend. Details findest du im Anhang. Senor Ladrillos Privatsammlung. Der heilige Augustinus schrieb einst, dass hast du einen gesunden Geruchssinn, so steht es wohl um dich, denn dann erkennst du den üblen Geruch der Sünden sofort. Die feuchtfröhlichen Fickparaden im Digi-Twister könnte wohl selbst mit Nasennebenhöhlenentzündung noch jeder in der Stadt riechen. Die Chicos in diesem schwulen Stripclub mit ihren glasigen, toten Blicken erfüllen hier für einen extra Eddie in ihren Tangas jede Fantasie. Jetzt ist der Gestank aus dem Laden auch in der NCPD-Zentrale angekommen. Meine kleinen Ratten haben mir zugeflüstert, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wie sie den Laden stürmen. Das ist schlecht, der Besitzer des Digi-Twister, ein Zuhälter namens Senor Ladrillo, ist nicht dumm. Und ein leidenschaftlicher Archivar. Er hat einen ganzen Computer voll mit Aufzeichnungen von der Spionagetech in seinen VIP-Zimmern. Politiker, Konzerner, Verbrecherbosse, Promis und vielleicht sogar ein paar Bullen. Wenn die Jungs im Blau diese Aufnahmen in die Finger kriegen, dann bricht Ladrillos kunstvoll errichtetes Kartenhaus zusammen und der ganze Bezirk wird in Chaos gestürzt. Und Chaos können wir momentan nicht gebrauchen.
klaue diese Aufnahmen aus den Digi-Twister, ehe die Cops sie finden. Glücklicherweise hat der Herr uns seinen Segen geschenkt. Ladrillo ist derzeit nicht in der Stadt, also solltest du dich lieber schnell an die Arbeit machen, denn die göttliche Hilfe des Herrn zu ignorieren ist auch eine Sünde. Oha. What the fuck? Hab die Dateien von Dicky Twister. Das freut mich. Und du solltest auch zufrieden sein. Denn der Auftrag ist erledigt und deine Belohnung unterwegs. Amen. Eins solltest du wissen, wie ich nehme gute Arbeit nicht als selbstverständlich und du hast die Top-Aufträge, die ich dir geben werde, mehr als verdient. Denk nur daran, dass du oben angekommen bist. Das bedeutet, Fehler sind nicht mehr erlaubt. Du hast es geschafft, wie? Enttäusche mich nicht. Easy game. Das war knapp. Digga, was für eine krasse Scheiße. Und ich so, hallo? Was soll das werden, wenn du ein Loch zum Rutschen hast? Das ist doch kein feindliches Gebiet. Warum bin ich jetzt hier feindlich durch die Kamera? Das ist schlecht. Eben, der ist gar nicht von Junggesellenabenden. Oh, diese Worte fallen. Ah!
Die tanzen einfach weiter. Oh, nur noch der Auftrag hier. Den haben wir alle. Du musst was Seltenes für mich besorgen. Scandium-Stäbe. Im Moment hat sie irgendein Junkie, der nicht weiß, was sie wert sind. Wäre doch ein Jammer, die Dinger zu verschwenden. Anbei findest du alle Infos. So. Das hier ist kein gewöhnlicher Auftrag. Diesmal bin ich der Klient. Kennst du das Megagebäude H1 in Declan? Ist wie eine Stadt in einer Stadt. Ein bröckeliger Turm aus Beton und schlechter Verkabelung. Dass es noch nicht eingestürzt ist, ist einem Typen namens El Gallo zu verdanken. Wo ein verdammt guter Techie, richtig gelesen, war. Die übliche Leier, El Gallo hat ein übles Drogenproblem. Hat sich der Realität entzogen und haut sich den synthetischen Scheiß rein wie Kaugummi. Kannst dir wohl denken, dass der so schnell keine quietschenden Türen mehr ölt. Irgendwie hat er sich eingeredet, dass er mit Scandiumstäben alles wieder in Ordnung bringen kann, also hat er welche aus einem Konzernlager mitgehen lassen. Die Stäbe sind selten und verdammt teuer. Es wäre eine Schande, wenn sie einfach von einem Changi verscherbelt werden. Geh zum Megagebäude H1, der Zugangscode ist schon geregelt, und nimm El Gallo die Stäbe ab, bevor er es dazu kommt. Wie genau du das anstellst, ist mir egal. Ey, wie hast du die Nachrichten gesehen? Ich will dir nicht angeben, aber ich habe gewonnen. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Ohne dich hätte ich den Artikel nicht schreiben können. Na gut, ich gebe es zu. Eigentlich wollte ich nur angeben. Freue mich für dich, Nance. Weißt du was? Ich bin echt froh, dass wir uns beim Kaffee unterhalten konnten. Du sagst einfach direkt, was du denkst, wie. Nicht so wie die ganzen Arschkriecher, mit denen ich mich sonst rumschlagen muss. War schon gut so, oder? Dass wir den Truck hochgejagt haben. Ich habe nämlich überlegt. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich habe da mitgemacht, weil du mich dafür bezahlt hast. Ehrlich wie immer, hm? Dann habe ich dich ja richtig eingeschätzt. Weiß ich echt zu schätzen, wie. Ganz ehrlich, bleib so, wie du bist. Ja, wir sind ehrlich.
deiner Stelle würde ich da nicht rein. Gallo ist durchgeknallt, verstehst du? Ja, das regeln wir schon. Was willst du? Antworte gefälligst, wenn ich was frage. Du hast Scandium-Stäbe, oder? Mein Kunde braucht welche. Ach ja? Was ist mit mir? Ich brauch sie nicht? Dieses gottverdammte Gebäude geht vor die Hunde. Rohre, Strom. Jeden zweiten Tag bleibt der Fahrstuhl stecken. Der Drecksfahrstuhl! Wie soll ich was reparieren, wenn ich keine Stäbe hab? Ha? Hat dein Kunde daran mal gedacht? Was hat der Wichser dir gesagt? Der Fahrstuhl. Kabel oder Hydraulik? Was? Der Motor ist elektrisch. Mit Geschwindigkeitsdrossler. Klingt nach einer Zugvorrichtung. Die Kabelisolierung muss verschlissen sein. Es gab einen Kurzschluss. Simples Problem. Scheiße. Bist du von der Gebäudewartung oder was? Nein, aber mich schickt jemand, der unbedingt diese Stäbe will, Gaio. Und ganz ehrlich, du brauchst sie nicht. Da drüben, nimm sie. Und dann verpiss dich! Mein Kopf platzt gleich. Wo ist sie? Ich hab die Stäbe bekommen. Du hast mich sehr glücklich gemacht. Und das ist selten. Seltener als Regen in der ägyptischen Wüste, über die Moses wanderte. Aber ich schweife ab. Auftrag abgeschlossen. Geld unterwegs. Ja, ordentlich Zoster. So, das war eine weitere Folge Cyberpunk 2077. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.